Und da dazu gibt es noch leckere Tomate Mozzarella mit etwas Olivenöl und Balsamico-Creme. Hallöchen zusammen. Heute machen wir ein leckeres Frühstück und Mittagessen und Abendessen zugleich. Wenn man nicht weiß, was man am Abend essen soll oder Mittag oder Frühstück und es soll ganz schnell gehen, dann kann man dieses mega leckere Panini machen. Das geht rucki zucki, ist gesund, naja, außer vom Brot her. Da kann man natürlich auch eine bewusstere Variante nehmen, zum Beispiel ein Vollkornbrötchen. Genau. Und es ist so sättigend, dass, wie gesagt, wenn man das jetzt dann zum Mittag isst, dann braucht man eigentlich nichts dazu. Ich schneide mir jetzt dazu dann noch ein bisschen Tomatenmozzarella und dann haben wir ein vollständiges Menü. Dann legen wir los. So, wir brauchen 3 Eier mit etwas Salz und Pfeffer verquirlen, etwas Schinken und jetzt erhitzen wir gleich mal den Bacon. So ganz, ganz bisschen. Öl, Bacon kurz anbraten und dann kommt dieses schöne Rührei hier rein in dieses leckere Panini, welches ich jetzt toasten werde. Zack! Und jetzt kommt schon mein Ei hinzu. Einmal kurz so schwenken und dann wird es kurz aufquillen. Immer mal kurz hier rühren. Dass es wie so ein Omelett wird, ja? Immer mal kurz schwenken, dass die Flüssigkeit überall hinkommt. Notfalls auch hier, wo es aufgeht, mal kurz aufmachen und dann wieder die Eier da rein tun. Also rein schwenken. So, Delle, unser Rührei oder Ei-Omelett ist jetzt fertig. Wer möchte, kann auch ein bisschen Petersilie drüber tun. Schmeckt natürlich gleich leckerer. Nehmen wir unser Panini und da kommt jetzt irgendeine Soße drauf. Ich habe hier so eine gute Laune Curaçao-Soße. Man kann natürlich auch Frischkäse oder Quark rein tun, noch bewusster. Yummy. Guckt mal. Yummy, yummy. Und dann kommt dann der Deckel drauf und wir haben unser leckeres Panini. Mit diesen 3 Eiern kann man natürlich 2 Paninis zubereiten, ja?